Willkommen zur 47. Folge von Assassin's Creed 3. Wir dürfen jetzt irgendwelche Viecher hier einfach so umbringen. Natürlich werden wir gleich wieder entdeckt. Natürlich habe ich keinen erwischt. Ja, Doppelattentat, endlich. Alter! Wir sind viel zu dämlich für sowas. Alter, ich hätte jetzt eigentlich einen erwischen müssen. Was soll das? Gott. Schießt ihr nur mal daneben. So geht's am einfachsten, finde ich. So. Wo ist Charles Lee hin? Am Hafen. Er nimmt eine Fähre. Flüchtet die feige Sau noch. So, was wollte ich machen? Genau, ich wollte erstmal den Schatz hier. Dann kann ich den Aussichtspunkt noch synchronisieren. Na? Der Aussichtspunkt. Ach, der ist sogar hier. Ich hoffe, wir haben jetzt keine Zeitbegrenzung. Nein, haben wir nicht. Steht nirgendwo was da. Also nehmen wir uns die Zeit für den Aussichtspunkt. Und synchronisieren. Und hier kann ich sogar runterspringen. Das sind über 300 Meter, na toll. Komme ich da nicht per Schnellreise irgendwie hin? Dauert mir sonst viel zu lange. Na gut. Ach so. Muss ich da jetzt schwimmen oder was? Oh nein, ihr kennt mich nicht. Da schwimme ich doch. Alter, noch über 100 Meter schwimmen. Mach hinne.
Was ist das hier? Okay, da komme ich wohl nicht hin. Da hoch jetzt. Gut, mal sehen, wie komme ich da hoch? Hier bei der Seil, ne? Na, hoch. Nicht. Muss ich es hier mal bei dem Tuch hier versuchen? Komme ich hier hoch? Nein. Muss ich ja noch hier rum. Also jetzt. Da muss ich hin. Was muss ich denn dort machen? Wieso ausgerechnet dort? Aha. Diese hier sollten eurer Vorstellung genügen. Da liegt ihr falsch. Sie sind krank und schwach. Wir wollen eine Armee aufbauen und kein Spital füllen. Es würde Monate dauern, sie kampftauglich zu machen. Wir haben keine Zeit. Nein, bitte. Wir werden wirklich alles für euch tun. Egal was. Aber nehmt uns mit. Still, Hund! Eure Ware ist nutzlos für uns. Vielleicht sollten wir das in meiner Kajüte besprechen. Ja, vielleicht. Irgendwo noch meinen Bogen. Natürlich habe ich keine Munition dafür. Sieht er mich? Alter! Ich dachte, ich habe den vergiftet. Warum steht der wieder? So, jetzt. Sollte euch auch leid tun. Wir kamen diesen ganzen Weg für nichts. Sagt mir, warum ich euch nicht ins Meer werfen lassen sollte. Kein Grund für Hastigkeit. Gebt mir nur etwas mehr Zeit. Ich suche auch die anderen Schiffe ab, wenn ich muss. Es gibt sicher Gefangene, die euren Ansprüchen genügen. Nun gut. Ihr habt 2 Tage. Danke. Stellt euch in der Green Dragon Tavern in Boston mit den gewählten Männern vor. Dort treffen wir euch mit unserem Anführer.
Hä? Was habe ich nicht geschafft? Oh, schon wieder an Land. So. Mach mal natürlich wieder alles per Schnellreise. Ja, los. Na los, lad hinne. Wo muss ich jetzt hin? Boston, natürlich. Geht natürlich auch wieder per Schnellreise. Und los. Lad. Es braucht immer und es muss erst laden, bis es den Ladebildschirm erreicht. Ist auch schon wieder ein Ding, hm? Sind wir schon gleich da oder muss ich noch ein Stück rennen? Schon wieder über einen Kilometer, Alter. Okay, wenn ich den Punkt erreicht habe, mache ich nochmal einen Cut. Haben wir hier... Ah, hier, Pferde. Los. Noch 500 Meter. Jetzt würde der gleich verrecken. Da springt es natürlich drüber, ne?
Aber es gab schon Hindernisse, die kleiner waren als diese Mauer. Und da will das Vieh nicht springen. Gut. Okay, im nächsten Teil geht's weiter. Wir sehen uns dann hoffentlich wieder. Und ich hoffe, dass es dann noch der letzte Teil wird. Ich weiß ja nicht, wie weit es noch geht und was da noch kommt. Also, bis zum nächsten Mal.